blaue Zwergenkind von Börries Freiherr von Münchhausen. Nein, was hab ich gelacht! Da kommt doch diese Nacht ein klein winzig Zwergenkind aus dem Bücherspind hinter Kopischs Gedichten hervor und gräpselt an meinem Schreibtisch empor. Trippelt ans Tintenfass. Was ist denn das? Stippt den Schneckenhorn dünnen Finger hinein, leckt. Ui, fein! Macht halslang, guckt dumm nochmal in der ganzen Stube rum. Gott sei Dank, allein. Zwergenvater begegnet sich selber im Mondenschein. Mutti, um was Gescheiteres anzufangen, ist ein bisschen spuken gegangen. Da knöpft es sein Wämschen ab, Hemd drunter, schwapp, spritzt ins Tintenbad hinein, taucht, planscht, wischt die Augen rein, pudelt und sprudelt, nimmt's Mäulchen voll, brustet ein Springbrunn hoch 2 Zoll, streckt's Füßchen raus, schnalzt mit den Zehen, taucht, um mal auf den Kopf zu stehen. Endlich Schluss der Badesaison. Klettert raus, trippelt über meinen Löschkarton, schuppert sich über und über pitschepatsche nass. Brrr, wie kalt war das! Ist selig, wie es sich zugesaut und kriegt eine alizarinblaue Gänsehaut. Nun trocknet sich's auf dem Löschpapier, probiert dort und hier, was da für ein feines Muster bleibt. Als ob einer, der schreiben kann, schreibt. Ein Fußtapf, wie eine Bohne beinah, ein Handklitsch, alle 5 Finger da. Nun die Nase aufgetunkt, lacht schrecklich, ein richtiger Punkt, ein Punkt. Wo's aber gesessen hat, auf dem roten Blatt, wie's da hinguckt, da hat's ein Dreierbrötchen gedruckt. Ein klein winziges, zweihälftiges Dreierbrot. Blau auf rot. Erst lacht's. Dann schämt sich's. Und dann, so schnell es kann, am Tischbein runter, durch den Mondenschein in den Schrank hinein. Ein Weilchen noch hinter den Büchern her, hörte ich's piepsen und heulen sehr. Hat so arg geschnieft und geschluckt, weil es das Dreierbrötchen dahin gedruckt.